Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Splatoon Road to S Plus. Ja, selber Modus. Okay, selber Modus ist nicht, es ist Turmkommando. Diesmal nicht Operation Goldfisch. Aber natürlich aber dieselbe Waffe. Ja, heult mich nicht voll mit, dass ich immer dieselbe Waffe nehme, weil ich möchte auch schon gerne S Plus werden. Eins vorweg, ich kommentiere gerade in diesem Moment nach. Ja, das ist aber nur für dieses Match, was ihr jetzt hier gerade seht. Das nächste Match ist dann wieder live, weil ich vorhin im Talk war für 1,5 Stunden, habe mit euch ein bisschen gequatscht und hatte dann ein anderes Mikrofon, weil ich mein jetziges Mikrofon halt immer nur gerne für Aufnahmen verwende. Und das andere Mikro halt, wie soll ich sagen, das hatte ich halt an und habe ich es vergessen umzustellen. Also die Einstellungen umzustellen und dann, ja, habe ich mich schon gesehen, dass, wo ich hier meine Stimme aufgenommen habe, dass es ein bisschen leise ist. Und dann habe ich nach dem ersten Match abgebrochen. Also halt bin ich, habe ich die Aufnahme kurz beendet und habe sofort gemerkt, als ich reingehört habe, oh, du hast das falsche Mikro. GG. Auf jeden Fall, ja, ist das nur für dieses Match. Auf jeden Fall seht ihr gerade, was hier so abgeht und so. Deswegen kann ich jetzt live dazu nichts sagen. Ich habe jetzt auch keine so krassen Überreaktionen gehabt. Ihr wisst ja, wie ich abgehe oder so. Deswegen sage ich, wie Sniper, Alter. Ja. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass nicht so viele Japaner da waren. Und ja, wie gesagt, ich nehme auch keine Waffenwünsche an. Ich habe das schon in ein paar Kommentaren gesehen, dass ihr schon Waffenwünsche sagt. Ich nehme sie nicht an, auch wenn euch jetzt das zu langweilig ist oder denkt, warum spielst du ständig diesen beschissenen Kalligraphen? Es kommt immer auf die Maps an, welcher Modus und dann je nachdem, welche Waffe ich spiele, weil irgendwann möchte ich auch S-Rang werden. Auf jeden Fall kann ich euch, habe ich eine Frage an euch und das war richtig knapp mit der Euboje. Wann ihr glaubt, wann ich den S-Rang erreiche, beziehungsweise erreichen werde? Wann glaubt ihr das? Welcher Part das sein wird? Ich glaube, das ist jetzt hier Part 21. Wann glaubt ihr, wann das sein wird? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich glaube, jetzt hier gewinne ich. Auf jeden Fall, ja. Ist damit das erste Match hier vorbei. Und im nächsten Match geht's schön live und frisch wieder von Stande. Und deswegen wollte ich das einfach nur sagen. Und ja. Und das ist mein erstes Mal, dass ich wirklich live kommentiere. Oder live kommentieren muss. Aber ja. Jeder macht mal Fehler. Bei mir war es einfach nur in den Einstellungen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns dann live wieder. Direkt jetzt nach diesem Match. So, aber das nächste Match und dieses zweite Match startet aber live. Ja, ich glaube, ich habe davor, glaube ich, irgendwie nachkommentiert oder so. Das ist mein erstes Mal, dass ich wirklich nachkommentiere, also nachkommentieren muss. Ich werde wahrscheinlich da schon einen Grund genannt haben, deswegen will ich das jetzt nicht nochmal machen. Deswegen nicht, dass ich das jetzt hier zweimal sage. Ja, aber jetzt ist wieder live. Meine schöne Schlauheit mal wieder, aber jo, passiert halt mal, ne? So, Schollensiedlung ist eigentlich so meine Main-Map. Aber Turmkommando, ich dachte, es wäre Operation Goldfisch. Ohne Scheiß, ich hatte irgendwie Operation Goldfisch im Kopf, aber schön wäre es gewesen. Aber gut, Turmkommando mal zur Abwechslung. Dann haben wir doch eine schöne Abwechslung. Zwar wieder mit dem Kalligraphen, aber ich sichere mal noch ein bisschen hier ab. Falls welche sterben vom Turm, können sie safe dorthin springen. Ich mache nicht mal wirklich was. Das ist ja das Lustige. Das macht einfach mein Team. So, ein Killsnack. Ich wollte sagen, Killsnack ich mir auch noch ab. Und den Turm möchte ich gerne, genau, in den beschissenen Dings dahin pflanzen, lieber Sniper. Okay, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich komme eigentlich frisch aus dem Talk, wie ich, glaube ich, schon im vorigen Match nachkommentiert gesagt habe. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich das immer danach mache. Also jetzt nach der Aufnahme. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Und ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich weiß einfach nicht, was los ist. Das ist ein bisschen crazy shit. Sind nicht hier alle voll Japaner? Das finde ich toll. Vielleicht ist sogar jemand von euch dabei. Wer weiß. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall schöne zwei Runden. Gehen wir zur nächsten. Und ich habe gerade gesehen, dass wir schon A plus 62 sind. Okay, gleich nicht mehr.
Warum sage ich eigentlich sowas? Das ist so das perfekte Beispiel, dass das Spiel sagt, schön, dass du es gesagt hast. Gleich nicht mehr. Leck mich. Das wäre aber schön gewesen, wenn es dieses nicht mehr, wenn es mehr höher gegangen wäre. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das heißt nichts. Das Gegnerteam wird natürlich nicht so fair sein und dass einer dann stehen bleibt. Und dann 3 bis 3. Nee. Ganz sicherlich nicht. Nun gut, aber wir könnten... Okay, 2 sind dort tot. So, du verpiss dich. So, ich versuche jetzt hier ein bisschen zu pushen. Die kommen wahrscheinlich ein paar von oben. Ich hab... Kriege ich schon paranoid eher. Geht da, genau, geht das mal hin. Wenn jemand von oben kommt, habe ich, glaube ich, Pech. Aber jetzt sind alle... Alle tot, wollte ich sagen. Ich habe jetzt nicht kommen sehen, dass der Roller von oben kommt. Der hätte mich eigentlich direkt wegnatzen können. Aber nö. Ich habe ihn noch gekriegt. Und wir haben bis 57 pushen können. Hallo, gehst du mal bitte vom Turm? Da ist jemand. Verpiss dich. Das ist genau dieser scheiß Roller gewesen. LOL? Nice. Okay, das war gerade ein bisschen zu viel. Nein, Team, 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 sie dürfen nicht führen. Das wird zu hart. Bitte bringt sie um. Doch, nein. Komm schon. Nein, bitte nicht. Oh. Ihr Penner. Muss ich denn hier alles tun? Oh, dieser Scheißroller regt auch so... Vor allem noch die Sniper da im Nacken. Die sich richtig geil fühlt. What the f... Ich bring dich so mit um. Ich komme da nicht hoch auf diesen beschissenen Turm. Ich will da auch gar nicht direkt hochgehen, weil es noch ein bisschen zu sehr stinkt. Ja, wir sind zu dritt. Genau sowas hasse ich einfach. Ich will fair verlieren und nicht wegen einem scheiß Disconnect. Jetzt ist mein Team natürlich auch scheiße, aber das ist so kacke, wenn du im Unterzahl bist und es regt mich schon wieder auf. Ich laufe dann immer in diesen Roller rein, immer diese Roller. Ja, ich glaube, das schaffen wir nicht, aber ich will keinen K.O.-Sieg für die gönnen eigentlich. Also, ob wir das jetzt noch schaffen, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Mann... Rotz die doch alle da weg. Die alle wild auf dem Turm sind, ey. Okay, das ist ein richtiges Gemetzel. Du bleibst mal bitte auf dem Turm. Bitte bleib da. Tintentitan. Als ob die genau mich dann in der Luft trifft. Ja, wahrscheinlich war ich noch bei der unten und dann bin ich trotzdem gestorben. Verdammt, ich muss, glaube ich, Sprungbojen setzen. Das ist jetzt hier wichtig. Meinen Tintentitan kriege ich schnell wieder, aber das bringt mir jetzt auch nicht viel. Kann ich da mal bitte hoch? Du stirbst trotzdem, du Sack. Du verpiss dich. Ja, komm, wenn du mich dann noch verfolgst... Team, bitte. Ich weiß, wir sind zu viert, aber bitte macht irgendwas. Das ist gemein. Das ist richtig unfair. Das geht mir richtig auf den Sack. Ich weiß, dass du scheiß Blaster da bist. Und der kann einfach sehen, ruhig sein Tinferno pflanzen, oder was? Oh mein Gott, ein richtiges Gemetzel. 2 gegen 1. Wer gewinnt? Der Sniper oder mein Team? Mein Team geht auf den Turm. Der Stream. Ich weiß, dass ich zu dir muss. Ich weiß. Wir könnten das schaffen. Könnten wir. Also es wäre ein richtiges Jahrhundert. Aber ich bezweifle es stark. Oh, wieso musstest du jetzt rausgehen? Nein, 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 nein.
Ich war doch drauf! Ich war doch drauf! Ach, come on, scheiß Spiel. Das Spiel hätte jetzt bei den Gegnern natürlich noch weiter in Verlängerung, ne? Mhm. Ja, das ist so scheiße. Ich habe ja nichts dagegen. Ja, mein Team, ey, wow. Ich habe nichts dagegen, wenn ich verliere. Oh, ich habe nur minus eins. Oh, danke, Spiel, dass du wenigstens Mitleid hast. Wirklich, das finde ich sehr nett von dir. Wow, minus eins habe ich auch noch nicht erlebt. Auf jeden Fall, ich habe nichts dagegen, wenn ich verliere, aber wegen einem Disconnect ist das eher inakzeptabel. Aber ich akzeptiere es, weil es nur minus eins ist. Zum Glück. Danke. So, das nächste Match soll ebenfalls auf Schollensiedlung stattfinden, aber ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so sozial ist und mir nur minus eins gegeben hat. Ich beschwere mich natürlich nicht, also ich muss dem Spiel echt danken. Aber ich muss auch mal wieder meine Fresse aufreißen und sagen, yo, vielleicht werden wir es. Und das hier ist, glaube ich, schon das vierte Match, also wenn ich das Match noch mit reinschneide, ihr wisst das, mache ich natürlich. Wo ich ein bisschen gefehlt habe quasi, mit Mikro und so. Aber jetzt endlich wieder volle vier Leute. Ein scheiß Roller, der jetzt direkt mal sich verpissen gehen kann. Du kannst direkt mal... So. Du stirbst. Du brauchst gar nicht auf dem Turm spawnen. Oh Gott. Ich muss hier... Es waren gerade so viele tot. Team, come on. Den letzten kannst du umbringen. Wo bin ich hier eigentlich gelandet? Das ist A-Plus-Rang, wollte ich sagen. Genau. Ist ja kein A-Rang mehr. So viel dazu. Okay, der Turm geht voran. Das finde ich schön, auch wenn das ein bisschen... Nein, lass mich. Der kann mich direct hitten. Lass mich in Ruhe. Ich bin nicht hier. Genau, verfolgt mich nicht. Ihr seid so brave Kinders. Ihr nehmt den Turm nicht mit. Dafür sorge ich. Oh, nice. Danke, dass du mir meinen Kill weggenommen hast. Alle klauen mir die Kills. So, das war noch meine Rache, du Sack. Alle tot. So, ein bisschen noch Absicherung. Man jumpt doch nicht auf den Turm, wenn man, wie ich, angeschlagen ist oder ein bisschen... Okay, das war gerade ein bisschen zu viel Gemetzel. Ich dachte gerade, mich hätte ein Sniper gekillt, aber... Alter, ist das ein Gemetzel. Ich kann da hinjumpen zu meiner Sprungboje. Eventuell kann das noch K.O.-Sieg sein. Nur eventuell. Wenn wir endlich mal was geschissen kriegen. Das ist einfach so, die respawnen alle. Gemetzel, 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 wieder respawn, Gemetzel, Gemetzel. Oh, das ist wieder die Sprungboje. Ich müsste jetzt eigentlich schnell meinen Tintentitan haben, dann kann ich sie nochmal alle wegschnitzeln. Seht ihr das mal, ein richtiges Gemetzel hier um den Turm. Oh, verpiss dich. Nein. Oh, shit. Dein Tintentitan hält auch nicht ewig. Ich finde dieses Gemetzel gerade zu nice. Hier kannst du mal... Ich finde das gerade zu geil. Das ist einfach zu süß. Komm, Team, jetzt. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe wieder so lame von der Heuboje. Ihr könnt auch gerne auf dem Turm bleiben. So richtig schöne easy Kills, finde ich nett. Okay, das ist jetzt gerade... Von wo kam das gerade? Ich habe keinen Plan. So, ein bisschen Absicherung. Team geht auf Turm. Ich sehe hier nichts.
Lass mich. Schön, dass du mir gegenläufst. Ah, ist das nice. Also die Runde ist richtig nice. Ein nächstes Opfer eventuell. Ach, sowas ist richtig nice. Ach komm, die 30 Sekunden, die können wir auch ausspielen, oder? Hey. Ich habe gesagt, die spielen wir aus und nicht, dass das Gegnerteam das kriegt. Hallo? Verpiss dich? Die sind alle so geil auf dem Turm. Ich gebe den euch, okay? Hier, ich gebe ihn euch. Wollt ihr nicht? Dann nicht. Dann geht weg. Wenn ihr nicht wollt. Hallo? Du brauchst da gar nicht hochgehen. Was war das? Aber auch irgendwie geil. Es ist einfach so nice mit einem Kalligrafen auf Schollensiedlung. Mal gucken, wie viele Matches ich hier jetzt noch aufnehme. Auf jeden Fall werde ich in diesem Modus und mit dieser Waffe den scheiß Rang S werden. Mit 21,4 schließe ich diese Aufnahme ab. Mit einem Endstand von A+71. Das heißt, werden wir schon dem nächsten Part S und erreichen somit schon die Hardcore-Stufe auf S+. Oder steigen wir nochmal ab? Das erfahren wir dann im nächsten Part. Bis bald.